Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, wie ihr seht, mache ich jetzt doch erstmal noch im Dino-Teil weiter, denn ich habe mir gedacht, ich möchte doch jetzt recht schnell diese Aufgabe hinter mir haben und mich dann vielleicht ein bisschen mehr mit den Quests für Golden Hills beschäftigen. Und ja, erforsche das Tal des gefrorenen Nebels. Das wird wahrscheinlich wieder eine längere Exkursion. So, das Tal des verborgenen Dinosauriers erstreckt sich also viel mehr Richtung Osten, als ich zuerst vermutet habe. Das waren interessante Beobachtungen, die du auf deiner Expedition gemacht hast. Um das Tal der gefrorenen Nebel zu erforschen, wird es wohl eine längere Expedition als zuvor benötigen. Na toll. Du bist vielleicht etwas müde und hungrig, du musst es nicht heute machen, wenn du nicht willst oder kannst, aber es muss bald gemacht werden. Okay, und wir bekommen einen Sattel dafür, Ingenieurssattel. AAEs-Ingenieure haben die Tendenz, sehr effektive Dinge herzustellen, aber oft leider sehr hässlich. Dies hier ist die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Mhm. Stärke plus 1, Geschwindigkeit plus 3, Agilität plus 2, Abspieler Level 15. Na gut, dann lohnt sich das jetzt ja wenigstens etwas, wenn wir einen neuen Sattel bekommen. Ich hoffe natürlich, dass er nicht hässlich ist. Versuchen mal abzukürzen über den See. Wir kommen ja da hinten auf jeden Fall auch über auf den Weg. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt, aber... Aber es ist natürlich auch ein bisschen merkwürdig, wenn niemand dieses Tal oder niemand weiß genau, wie weit sich dieses Tal erstreckt, ist aber dann gleich schon mal einen Namen hat. Nämlich Tal des gefrorenen Nebels. Das ist leicht merkwürdig. So, hier hinten bei dem... Hier ging es doch irgendwo hoch, oder nicht? Genau. Vielleicht hätte man noch weiter abkürzen können. Ich weiß es nicht, aber... So bin ich erstmal auf der sicheren Seite. Damit ich mich hoffentlich nicht wirklich verlaufe. So. Ja, ist trotzdem noch ein ganzes Stück. Hm. Ja, es sind auf jeden Fall wieder 4 Punkte und wir müssen ja recht weit laufen. Deswegen denke ich mal schon, das wird schon ein paar Minuten dauern. Aber wenn wir danach den Sattel bekommen, würde das für mich ja bedeuten, oder würde ich jetzt mal annehmen, dass dieses Dokumentieren dann erstmal erledigt wäre. Das wäre natürlich auch gut. Dann wäre das schon mal geschafft. So, hier muss man wieder springen. Na toll, hängen geblieben. Nochmal springen, diesmal schaffen wir es. Gut, und wo, wie... wie kommen wir da jetzt genau hin? Hier hoch ist schon mal richtig. Da, wo wir nicht reinkamen, das war ja das Land der Asche. Das heißt, das wäre ja nicht so ganz das Richtige. Hier? Nee. Oder? Ja, aber hier komme ich schon wieder zu weit weg. Da kam ich doch auch nirgends mehr hin. Da müssen wir hier... Kleiner Augenblick. Gut, dann bin ich wieder. So. Versuchen wir es mal. Das muss ja... Ja, jetzt... Ja, genau, das ist dieser Teil hier. Sonst wären wir nur hier hochgekommen und da oben war es ja auch so steil, da wären wir ja nicht weitergekommen. Gut, jetzt bin ich auch hoch. Oha. ist das hier richtig? Ich hoffe mal. Also man kommt zumindest hier lang. Durch den Wald, ja. Wir kommen zumindest auf den einen Punkt zu. Das sieht schon mal gut aus. Hätten wir hier doch... Nee, das sieht... Da oben ist eine... Aha. Eine Brücke. Okay. Da müssen wir auf jeden Fall... Hier vorne schon mal hin.
Bin ich mal gespannt, was wir hier finden. Einmal haben wir nichts Großartiges gefunden, dann haben wir Isandel gefunden und dann haben wir noch das Ascheland gefunden. Wo er den Weg dahin, der leider versperrt ist. Mal schauen, ob wir hier... Vielleicht finden wir hier ja den Schneemenschen. Das wäre doch was. Da haben wir ja gestern schon... Oder was heißt gestern? In der letzten Folge die Spuren verfolgt. Haben aber nichts entdecken können. Und hier hinten, das ist ja schon recht abgelegen. Und wenn bis jetzt nicht wirklich Leute von diesem Tal hier wussten, dann wäre das doch ein super Gebiet, wo sich Schneemenschen aufhalten können, ohne großartig entdeckt zu werden. Wobei, wie gesagt, warum dieses Tal dann schon einen Namen hat, weiß ich nicht. Oder ob sich Nick das gerade erst ausgedacht hat. So, wir stehen mal wieder schön in diesem Eisclub drin. So. Huch, mein Pferd haut ab. So. Erster Punkt fertig. Jetzt müssen wir hier rüber. Oh, hier stehen ein paar Bäume mehr. Okay. Was ist das? Ich glaube, das schauen wir uns gleich mal an, wenn ich hier oben diesen Ort fertig gemacht habe. Ein Ausrufezeichen. Damit hätte ich jetzt hier nicht gerechnet, dass wir hier noch eine Quest haben. Ich habe aber auch ehrlich gesagt meinen Questlog nicht kontrolliert. Aber, oder es ist wieder so eine Quest wie die Flaschenpost und das Paket, das da auf dem Weg lag, dass es versteckte Quests gibt, die einfach nicht angezeigt werden. Ja, auch hier sieht man nicht ganz so viel, aber okay. Wir kriegen das schon hin. Ja, jetzt haben wir die Fotos gemacht. Jetzt werden wir noch die Karte beschriften. So. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt keine so spannende Aufgabe. Das, aber es gehört leider zur Questreihe. Und irgendwann, früher oder später, hätte ich es auf jeden Fall machen müssen. So. Dann schauen wir jetzt aber mal. Die anderen Punkte sind ja alle markiert, aber das Ausrufezeichen würde ich wahrscheinlich sonst nicht wiederfinden. Huch, was ist denn da passiert? Eine Person? Ganz blau? Na, die lebt wahrscheinlich nicht mehr. Brr, brr, diese Person hier ist so verfroren, dass sie nicht einmal sprechen kann. Am besten, du nimmst sie mit zu Nicks Lager. Reite mit der verfrorenen Tierärztin zu Nicks Lager, okay. Machen wir, aber wenn wir schon wieder den ganzen Weg zurückgehen, dann muss sie jetzt da nochmal kurz durchhalten. Ja klar, man würde es eigentlich nicht machen, aber wir brauchen hier noch die Orte. Müssen wir hier hoch? Vielleicht ist das der Grund, warum wir hierher geschickt wurden. Damit wir die Tierärztin finden. Wobei, ja gut, für uns wäre es ja nicht so schlecht, eine Tierärztin hier. Ich meine, bei der Witterung, da kann ja schon mal was passieren. Wenn man dann Fachmann vor Ort hat, oder Fachfrau besser gesagt in dem Fall, schadet das ja nicht. Ja, wir sehen Baumspitzen, aber tote Bäume, so wie es aussieht. Denen ist es hier nicht so gut ergangen. Und jetzt fotografieren wir nochmal auch die, ja, nicht so schicken Bäumchen. Gut. Alles aufzeichnen. Ja,
Karte wieder mitnehmen, sonst bringt uns das alles nichts. Und jetzt noch den letzten Ort. Ich würde hier mal wieder runtergehen. Der ist ja schon ziemlich weit am Ende von diesem, von dieser Gegend. Oh, ich hoffe, ich finde überhaupt zurück. Früher oder später wahrscheinlich, zur Not würde ich mich abholen lassen müssen, aber ich weiß nicht, ob dann die Tierärzte mitkommt. So, irgendwo. Hier hinten muss es doch irgendwo sein. Aha, da hinten. Das sieht aber auch gruselig aus, oder? Das Tal der gefrorenen Nebel. Ja, jetzt sind wir definitiv da. Das sieht leicht gruselig aus. Das, gut, dass wir da nicht rein müssen. So. Jetzt brauchen wir aber erstmal das Interface wieder. Das war jetzt vielleicht auch nicht so ganz gut, aber naja. Schaffen wir schon. Jetzt fotografieren wir das auch noch. So, aber wir müssen da bestimmt noch mal irgendwann rein. Sieht ein bisschen so aus wie so eingefrorene Fangarme von irgendwas. Oder von irgendwelchen Pflanzen. Also dafür, dass es natürlich entstanden ist, sieht es ein bisschen, weiß ich nicht, zu perfekt aus sozusagen. Gut, dann zeichnen wir das hier nochmal schnell an. Und dann dürften wir das hier auch erledigt haben. Und dann bekommen wir gleich den Sattel und ja, ich hoffe, die Tierärztin packt das und taut jetzt schnell auf dann beim Feuer. Okay. Wie kommen wir jetzt zurück? Kommen wir hier durch? Kommen wir hier? Momentan ja. Es ist einfach nur ein dichter Nadelwald. Vielleicht bestimmt mal wieder irgendwann gegen den Baum laufen. Ich hoffe, dass da unten dann der Weg kommt, sonst habe ich ein kleines Problemchen. Das sieht nicht so gut aus hier. Wo bin ich denn? Aber hier müsste rein theoretisch der Weg bald... Ach, das ist die Brücke. Ach, hier bin ich. Oder? Gibt es ja mehrere Brücken. Wenn ich jetzt hier runterlaufe, dann müsste ich rein theoretisch wieder zu dem Punkt kommen, an dem ich in diesen Wald gegangen bin. Hoffe ich. Laut Karte, doch, der müsste da vorne kommen. Mhm, hier ist er. Sehr gut. Na, dann wäre das Schlimmste ja geschafft. Könnten wir noch über den Talsee abkürzen? Ja, ne? Kommen wir hier runter? Stimmt, hier war dieser Heli-Absturz von Professor Einstein. Ich hoffe, nein, wir dürfen jetzt hier nicht festhängen. Na. So unwegsam, dieses Gelände hier. Ja, genau, hier ist der Heli. Und hoffen wir nur, dass wir hier hinten rüberkommen. Ich weiß nicht, das sieht alles so weit aus. Nicht, dass wir auch noch ins Wasser stürzen mit Winter Spirit. Ja, super. Zu schräg gesprungen. Also hier, das schaffen wir. Und hierüber sollten wir eigentlich, genau, wenn wir gerade springen, klappt das auch. Und da vorne ist der Weg. Sehr gut. War ja fast gut, der Weg zurück. Fast.
Ja, eine unerwartete Wende. Das Tal der gefrorenen Nebel wirkt sehr interessant. Ich werde mir die Fakten, die ich habe, durch den Kopf gehen lassen und sehen, ob ich noch mehr Aufgaben habe. Wenn ich neue Informationen habe, werde ich diese mit dir teilen. Ja, der Sattel. Davon sehen wir jetzt nicht. Ingenieurssattel. Ja, 525 Schillinge, wenn wir ihn verkaufen würden. Ist ein Western-Sattel. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Muss ich mal sagen. Na gut. Dann schauen wir mal. Wir wollen noch erforschen die Berge im Norden. Nein, wir wollen eigentlich die Tierärztin hier abstellen. Aha. Du platzierst die Tierärztin beim Feuer. Und jetzt geht's bei Professor Einstein weiter. Sieh mal eine an. Tierärztin? Tierärztin? Ach, mir fällt nicht ein, wie sie heißen. Wie gesagt, Biologie ist nicht gerade eines meiner größten Interessen. Ob ich sie kenne, fragst du Lucy? Nein, das kann man nicht sagen. Aber sie war eine der Passagiere im Helikopter, der abgestürzt ist. Wir hatten kein richtiges Gesprächsthema, daher habe ich verständlicherweise nicht an sie gedacht. Nein, das ist garantiert nicht selbstverständlich. Oh Gott, wenn da noch mehr Leute drin waren, dann werden wir uns hier wahrscheinlich noch auf eine größere Suchaktion gefasst machen. Na gut, wie es hier aber weitergeht, sehen wir dann in einer neuen Folge. Bis dann, tschüss.